Jo, herzlich willkommen. Ich habe jetzt mal angespielt hier Wolfenstein The New Order, German Edition habe ich hier. Und ja, könnte ich ja mal so wieder ein Zocks mal gezeigt eigentlich draus machen, ne? Gucken, wie ist denn das hier mit dem Hooking? Eigentlich läuft das ja auf OpenGL, sollte kein Ding sein, ne? Wir testen halt hier. Ich mag jetzt einfach mal weiterspielen, weil ja, es ist natürlich, muss ich vorab sagen, kein Return to Castle Wolfenstein. Das ist halt was ganz Eigenes, was ganz anderes. Außer dem Namen Blaskovic hat das irgendwie wahrscheinlich gar nicht mehr wirklich eine Verbindung zueinander und ja, aber es ist trotzdem cool. Kann ja mal, da ich die 1060 GTX 3 GB Dual habe von Palette, auch mal die Options zeigen hier. Ja, also da kann man ordentlich wieder in die Vollen gehen hier eigentlich. Also viel mehr geht da nicht. Und ja, bisher lief es anständig. Ich gehe jetzt einfach mal fortsetzen und spiele hier weiter. So für ja, 20 Minuten etwa. Läuft übrigens komplett von Festplatte, nicht auf SSD. Und ja, wie man sieht, Ladezeiten halten sich eigentlich in Grenzen. Ne? Ich habe nur Superfetch halt aktiviert auf meinem Windows 8.1 vom Dienst her und das war es eigentlich schon. Das ganz neue Windows 10 übrigens hat das automatisch von Haus aus, dass Superfetch aktiviert ist und ja, performancemäßig, ja, kann man auf Windows 7 auch selber machen und einstellen einfach. Alter Schwede, ey. Wie ist das von der Lautstärke her? Ganz schön krass, ne? Kann ich die Gesamtlautstärke verstellen? Sehr schön. Mit Anlauf rutschen. Umschalt links und dann STRG plus STRG links, um mit Anlauf zu rutschen. Okay, probieren wir mal. Eins von Totenkopfs Biestern hätte den Mann schon längst töten sollen. Läuft. Ja, wie man sieht, läuft echt super. Frame Limit ist jetzt bei 120, glaube ich, laut meiner Grafikkarte. Eigentlich kann man mit 70 auch leben, das habe ich zuvor gehabt, aber ja. Ich habe keinen Hearing, das ist cool. Ist also entsprechend gut gemacht worden. So, jetzt muss ich tauchen hier auch noch. Junge, Junge, Junge. Ach du Scheiße. Ist egal, wo ich lang tauche. Oder ist das ein linearer Weg, wie das so man von Spielen so kennt? Gehe da mal rein und guck, dass ich erstmal wieder Luft holen kann, weil sonst nehme ich mal an, dass ich hier eventuell verrecken könnte. Da gibt es ein bisschen was. Sollte ja irgendwo rüber, meine ich. Schauen wir mal. Ach, da ist so eine Art Wegziel. Wow. Verdammt. So komische Roboter unterwegs, ja. Also, wie gesagt, hat mit Return to Castle Wolfenstein nicht mehr viel zu tun. So wirklich. Soll anscheinend hier lang tauchen, okay. Na ja, komm, hier hoch und dann. Jetzt geht hier die Post ab, ja. Ja, voll geil. Aber ich habe keine Waffen, außer so ein verdammtes Messer. Gerade. Ja, es ist halt sehr, ja, man kann hier nicht viel forschen oder so, ne? Naja. Also gut, hören Sie zu. Videosequenzen mit Frame Cap auf 60.
Wenn wir vorrücken, werden wir abgeschlachtet. Also, Sie arbeiten sich zu diesen Schützengräben vor und schalten das Nest aus. Laufen Sie einfach durch die Mitte, so schnell Sie irgendwie können. Hat ein bisschen was von Black Ops 1 auch, so von der Art her, der Story. Legen Sie das an. Ich halte Funkkontakt. Okay, Leute. Bereit machen für Deckungsfeuer. Frametime ist cool. 0,0, wa? Oh yeah, ich hab ne Wumme. Sehr geil. So. Maschinenpistole. Standardmaschinenpistole, US Army, bla bla bla, im Kampf, bla, auf Distanz und so weiter. Ja, super. Soll ich da rüberlaufen oder was? Ja, geht ja. Da sind jetzt Gegner gewesen. Kann ich mit G werfen, okay. Okay, mit Schießen macht das Ding dann nicht kaputt. Anscheinend ein Roboter. Wie kann ich den denn zerstören? Ich muss hier bestimmt eine Granate hochschmeißen, ne? Oder so. Probieren wir mal. So läuft das. Hier runter. Lehnen. Ich bin da viel zu viel Zeug. Das erinnert mich an Prey irgendwie schon wieder ein bisschen an das Neue. Das ist auch so. Oh. So viel Zeug. Übertreib's doch nicht immer so. So, geht's jetzt für mich hier weiter oder? Kann, muss ich jetzt wieder hoch hier. Unterbeugen, ja. Achso, da steht einer und der hält die Tür zu oder so ähnlich. Läuft. Kann ich seine Wumme nehmen? Ja, ist schon irgendwie cool gemacht, aber ist halt nicht mehr so oldschool, ne? Kimbo. Das ist jetzt schon wieder eine andere Waffe, ja? Sieht so aus. Oh, ach so, jetzt verstehe ich Akimbo. Gab's ja bei Blood auch, ne? Damals auf MS-DOS schon so, dass man halt, ja, zwei Waffen hatte. Natürlich auch ganz nett. Kann ich ja Helme und alles Mögliche einsammeln. Von denen. Irgendwas hat mich da gerade verletzt. Anscheinend. So, linke und rechte Maustaste, so kann ich hier schießen. Alles klar. Läuft. Ich will hier gerne mal gucken. Hier ist auch noch ein Weg, aber ich glaube, hier kriegst du Stromschläge oder sowas, wa? Ja. Oh, wieder zurück. Sonst macht's mich fertig.
Na gut. Was gibt's hier vielleicht noch so? Munition und sowas. Kann man ja mal machen, ne? Vielleicht hier gibt's nichts weiter. Ja. Jetzt habe ich doch ein bisschen T-Ring. Ja, vielleicht doch ein bisschen viel FPS oder so. Oder als Workaround V-Sync. Mal schauen. Dann demnächst. Natürlich jede Menge Zeug rum, wie es immer so ist, ne? Kaffee? Was war doch hier gerade mit E? Ach, ich habe eine Karte bekommen, okay. Auch nett. Ja. Das werden wir dann noch groß zeigen, ne? Ist halt typisch moderner Shooter so. Granaten. Boah. Das soll schon gewesen sein eigentlich, finde ich, für diesem Video. Manche Spieler möchten man nicht als Let's Play machen, die will man für sich genießen, ne? Und ja, bis dahin, haut rein, ne? Bis zum nächsten Let's Play.